Das geht nicht. Unglaublich, da wären heute manche Dieselfahrer richtig neidisch dagegen. Bestes Paradebeispiel für den guten Ami, was tut er? Der poliert. Und wie lange poliert er? Bis der Klarlack ab ist. Willkommen beim Oldtimer-Zentrum Berlin. Wir haben heute ein neues Auto dabei. Es ist nicht ganz so cool wie der Shelby GT 500 KR, aber das Auto hat eine immer größere Fanbase. Ich fahre gerade in die Waschstraße. Sehr abenteuerlich, weil es ist die erste Fahrt. Wir werden mal gucken, wie gut fährt er sich. Was braucht er noch? So, machen wir mal ein bisschen sauber hier, ne? Wir reden hier vom BMW 635 CSI. L6 ist die höchste Ausstattungsvariante gewesen, die es in Amerika gab. Das Exemplar hier hat sensationelle 430.000 Kilometer gelaufen. Unglaublich, da wären heute manche Dieselfahrer richtig neidisch dagegen. Dieser 635 CSI ist Baujahr 87, ist aus ungeklärter Hand, sprich wir wissen nicht, wie viele Vorbesitzer das Ding hat, aber das ist bei so einer Restaurationsecke ist das auch völlig, ja, was heißt nicht völlig egal, aber Preis-Leistung muss passen und das passt bei dem Auto definitiv. Der Wagen startet, das ist gar kein Problem. Der bremst, der schaltet, das ist auch alles in Ordnung, aber er braucht auf jeden Fall Arbeit. Wir haben mal geschaut. Also laut der License Plate war die letzte Registrierung 2003. Dementsprechend, wir würden auf jeden Fall empfehlen einen großen Service und sicherlich auch mal die Bremsen tauschen, all solche Sachen. Das gehört alles dazu. Das ist auch schon im Preis mit einkalkuliert. So, 635 CSI, ganz typisch die geile Heißschnauze. Felgen, originale BMW-Felgen, finde ich passend zum Auto wunderbar. Kann man auf jeden Fall so machen. Reifen müssen auf jeden Fall neu. Tür, bestes Paradebeispiel für den guten Ami. Was tut er? Der poliert. Und wie lange poliert er? Bis der Klarlack ab ist. Will man mit dem Ding einfach nur rumcruisen, dann ist der Klarlack scheißegal. Will man aber sich wirklich ein Top-Auto basteln, dann wird man auch sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Zeit investieren müssen. Mein persönlicher Favorit wäre absolut, eine geile Driver-Kiste draus zu machen. Noch vielleicht ein paar größere Felgen ran und dann kannst du daraus einen richtig coolen Weekend-Cruiser draus machen. Das Auto hat die Volllederausstattung. Das gab es nicht oft, war eine sehr teure Option und die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und zwar heißt Volllederausstattung, dass die Türpappen auch komplett alles in Leder bezogen waren. Dazu kommt, dass das Armaturenbrett auch mit Vollleder bezogen war. Ist in dem Falle von der Sonne leider ausgeblichen, aber jetzt kommt der Coup. Die Sitze sind allererste Sahne. So, nochmal hier einmal kurz die Lederausstattung von hier. Wir haben hier einmal schön die neuen Ledersitze, die schön bezogen worden sind. Das auf der Fahrerseite haben wir euch ja gerade gezeigt. Hier haben wir auch die Volllederarmaturen. Sieht schön aus, braucht aber hier definitiv Arbeit. Aber die Sitze, da steigst du ein, fühlt sich gleich wie ein König. Hier haben wir eine schöne Stelle, die uns anzeigt, Dicker, ich brauche neuen Klarlack. Und das hast du hier. Muss einfach mal schön gemacht werden. Die Heckklappe selbst jetzt ist ja kein großes Thema. Hier haben wir auch noch ein paar Kratzer, also ein paar Sachen sind auf jeden Fall zu machen. So, wir starten mal das gute Stück. So, laufen tut er. Ganz wenig unrunden Lauf haben wir drin. Wir vermuten, dass das irgendwo von der Zündanlage kommt. Hier seht ihr nochmal die schönen Sitze. Vorwärts, rückwärts machen sie. Runter, hoch machen sie auch. Hoch, runter machen sie auch. Das geht nicht. Also, da ist irgendwas defekt am Beifahrersitz. So, jetzt machen wir mal hier hinten, vorne. Hinten, vorne. Also hier kann auch die Mutti super drin fahren. Das geht. Einmal hoch und runter. Und Sitzlehne vorne, hoch und runter. Funktioniert. Mal gucken. Schiebedach. Schiebedach geht nicht. Fensterheber. Geht.
Geht auch. Also, alle Fenster lassen sich elektrisch bedienen, gar kein Problem. Lüftung, Lüftung, Lüftung. Also da fehlen auf jeden Fall die Bedienelemente. Ansonsten wirkt das so, als wäre die Lüftung hinüber. Hier seht ihr auch, das ist das Problem mit der Sonne. Da hat leider die Sonne schon das Leder so zerfetzt, dass das einfach nochmal neu gemacht werden muss. Ist leider so, aber dafür gibt es eine geile Karosse. Bis auf Low Beam, was dann die Nebelscheinwerfer wären, die leuchten nicht beim Kontrollcheck. Und an bleibt die, die Bremsleuchte. Also da wird auch irgendwas im Argen sein. Was es ist, wissen wir nicht. Was auch nicht funktioniert derzeitig, ist der gesamte Tacho. Das heißt, Drehzahl und Geschwindigkeit wird nicht angezeigt. Das heißt also auch, dass wahrscheinlich der Tacho stehen geblieben ist. Das wiederum heißt, vielleicht hat er gar nicht 430, sondern vielleicht hat er 500 oder 600.000 Kilometer gelaufen. Das glaube ich jetzt nicht, aber am Ende sind es vielleicht 10 oder 20.000 Kilometer mehr, die er gelaufen sein wird. Wir wollen euch überhaupt nichts schön erzählen, sondern es ist die blanke, nackte, grausige Wahrheit über das Auto. Aber es ist uns wichtig, dass ihr da keine Wege umsonst aus weiten Bundesländern macht. Oder wir haben viele Kunden, die aus dem Ausland kommen und deswegen wollen wir denen immer ganz genau sagen, Dicker, so sieht das Auto aus. Wenn du es nicht haben möchtest, ist gar kein Problem. Wir versuchen aber einfach vom Kunden und von uns aus, das vorab schon so gut zu klären, dass niemand herkommt und sagt, hey, das Auto ist aber ganz anders, als du es beschrieben hast. So Leute, wenn ihr der Meinung seid, mit 430.000 Kilometern ist das Ding noch nicht reif für die Schrottpresse, sondern sollte gerettet werden, dann meldet euch bei uns, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, gar kein Problem. Ich denke, das Auto wird nicht lange am Markt bleiben, weil das einfach so unglaublich günstig ist. Das geht rucki zucki. Ansonsten sucht ihr ein anderes Auto. Habt ihr irgendein Wunschauto, irgendwas und ihr sagt, ich habe die und die Preisklasse, ich kann mir aber nur das leisten. Wir können sehr, sehr viel realisieren. Viel muss dann am Ende mit viel Eigenleistung geschaffen werden, aber die Basis können wir euch mit Sicherheit beschaffen. Und das muss kein BMW sein, das kann auch ein Mercedes sein, das kann Ford Mustang sein, Camaro, alles gar kein Thema. Meldet euch bei uns, wir kriegen das hin. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden das jetzt häufiger machen. Ihr werdet immer mehr Videos von unseren Autos bekommen. Das gibt euch einen Eindruck von dem, wie wir arbeiten, wer wir sind. Wir sind jetzt demnächst auf der CIMA, das heißt, da gibt es auch ein paar coole Videos. Und wenn euch das alles gefallen hat, dann folgt uns. Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.